Honig entsteht aus dem Zusammenspiel der Natur. Wir haben zuerst die Blüten, die den Nektar geben. Die Bienen sammeln diesen Nektar und tragen ihn zurück in das Bienenvolk. Schon auf dem Rückweg in den Bienenstock gibt sie eigene Enzyme hinzu und spaltet die Zucker im Nektar. Angekommen im Bienenstock übergibt die Biene den gesammelten Nektar an eine andere Biene. Die wiederum speichert ihn in diese Waben ein, nimmt ihn raus, macht ein kleines Rüsselschlagen. Im Bienenstock ist es sehr warm und so verdunstet das Wasser aus dem Nektar. Aber wir Imker müssen den Honig ja reif ernten. Das heißt, wenn diese kleinen Waben verdeckelt sind, also so eine weiße Wachsschicht haben, dann ist der Honig reif und wir können den Honig schleudern. Nach dem Schleudern füllen wir den Honig sorgfältig ins Glas. Und dann entsteht ein wunderbarer Frühstücksgenuss.